Hallo. Hey Leute, hier ist der Scoo zum Thema wann Linksklick und wann Rechtsklick. Ja, das ist eine gute Frage. Mensch, ich sag euch, das verwirrt am Anfang jeden Spieler, egal ob blind oder nicht. Ja, grundsätzlich können wir sagen, mit Rechtsklick interagiere ich mit dem, was ich rechtsklicke. Also das heißt, man rechtsklickt auch NPCs, die man ansprechen möchte. Man rechtsklickt auch Gegner, die man angreifen möchte. Und man rechtsklickt eben alles in der Tasche, mit dem man interagieren möchte. Das machen wir jetzt mal. Ich öffne mal die Tasche. Menü geöffnet. Event-Container 1 plus Container 5 plus 1 Trichterwindentau 5 plus. So, Trichterwindentau, das ist was zum Trinken. Das heißt also auch Benötigt Stufe 45 benutzen. Doppelpunkt steht im benutzen. Verlauf. Wenn ich jetzt rechtsklicke. Linksklick, Rechtsklick. 1 Trichter 1 Trichterwindentau 4 plus. Hört ihr, mein Charakter trinkt. So, jetzt gehen wir mal weiter. 2 Trichterwindentau 20. 3 Trichterwindentau 20. 4 an 6 plus. 5 großer Heiltrank plus. Heiltränke. Wenn ich den rechtsklicke, dann 6 großer trinkt Manatrank er 5 den. plus. 7 Manatrank 3. 8 großer Manatrank 9 überragender Heiltrank 10 leer plus. 11 Papageienkäfig 12 Da, da habe11 ich einen Papageienkäfig Klammer Papageienkäfig. Grünflügelara Klammer plus. Da drin sitzt ein Papagei. Seelengebunden. Benutzen Doppelpunkt mit Rechtsklick So. euren Vogel beschwören und freigeben. Punkt Klammer 1 SEK Punkt Abklingzeit Klammer. Linksklick, Rechtsklick, 11 Papagei, 11 Papageienkäfig, Klammer, Grünflügelara, Klammer, Plus. Ihr hört das Flattern links neben uns. Da ist ein Papagei, der jetzt uns verfolgt. 12 Kirschnermesser, Plus. 13 Pfeife des smaragdfarbenen Raptors, Plus. Seelengebunden. Reittier. Völker, Doppelpunkt, Ork und toter Troll, Blutelf. Benötigt Stufe 30. Benötigt Reiten, Klammer, 75, Klammer. Benutzen Doppelpunkt, schwört einen Benutzen. reitbaren. So, wenn ich da Rechtsklick drauf mache, steige ich auf mein Reittier. Ich wollte euch nur zeigen, dass es also die unterschiedlichsten Gegenstände sind, die man einfach benutzen kann. Das bedeutet nicht, dass ich die nicht auch durch die Gegend schieben kann. Und zwar ein benutzbarer Gegenstand ist halt ein Item, das in meiner Tasche liegt. Und wenn ich es rechtsklicke, dann benutze ich es. Diese Items kann ich auch alle auf meine Aktionsleisten legen, so wie ich meinen Raptor auf meiner Aktionsleiste habe oder das Trinken. Und wenn ich auf Taste 7 drücke, um was zu trinken, Menü geschlossen. dann trinke ich, weil dann der Gegenstand benutzt wird. Questgegenstände hat man auch oft in der Tasche und da steht dann dran, rechtsklicken, um, keine Ahnung, den Strahl auszulösen oder das Wasser einzusammeln oder. Ja, also benutzen, ne? Sammelt einmal Wasser auf, zum Beispiel in eine Fiole, befüllt die Fiole. So, dann kann ich mir diesen Gegenstand eben auch auf eine Leiste legen. Auf die Leiste legen und selbst wenn ich im Kampf bin, kann ich das benutzen. Was ich ja nicht kann, wenn ich kämpfe, kann ich ja nicht meine Tasche aufmachen. Das lässt das Menü nicht zu. Und dann kann ich nicht während dem Kampf jetzt irgendeinen Strahl benutzen, um dann den Boss zu bestrahlen oder ähnliches. Also da gibt es dann halt schon Quests, wo man in den Kämpfen auch Items benutzen muss. Deswegen legt euch sowas dann einfach auf die Aktionsleisten, auf irgendeinen Knopf und dann könnt ihr die auch benutzen im Kampf. So, das erstmal zum Thema benutzen, rechtsklicken. Ja, was passiert noch, wenn ich rechtsklicke? Wenn ein anderes Fenster geöffnet ist, wie zum Beispiel ein Händler, dann wird der Gegenstand nicht benutzt, sondern verkauft. Habe ich das Handelsfenster mit einem anderen Spieler offen, dann wird der Gegenstand in das Handelsfenster verschoben. Und wenn man dann auf Handeln geht, dann würde man es mit dem Handeln und der andere Spieler bekommt den Gegenstand. Wenn ich das mit einem seelengebundenen Gegenstand mache, landet der in dem Handelsfenster in einem separaten Feld. Und dann hat der andere Spieler die Möglichkeit, da zum Beispiel eine Gegenstandsverbesserung anzubringen, also eine Verzauberung zu machen. Und dann muss man auf Handeln drücken und dann kriegt man den Gegenstand wieder und der Zauber ist dann halt auch, diese Gegenstandsverbesserung ist dann ausgeführt. Genau, so kann man diesen Gegenstand dem anderen Spieler zugänglich machen. Was passiert noch? Händler hatten wir. Ja, Rechtsklick. Lasst mich ganz kurz überlegen. Ich glaube, das war es soweit. Ja, wenn ich in einem Handelsfenster, also wenn ich einen Händler habe, vor mir steht ein Händler. Morgum, Stufe 30, Lederrüstungshändler. So. Oh, die Hunde. Ja, also Lederrüstungshändler, ich mache den mal auf hier. Verkauf, Menü, geöffnet, Händler, plus. So.
Der Händler. Banyon Taschhändler plus. Ich gehe mal nach rechts ins Händlerfenster. Text Doppelpunkt Morgum. Und gehe mal nach unten. Text Doppelpunkt Seite. Text Doppelpunkt Reparieren. Schließen plus. Der verkauft Text, nichts. Text Doppelpunkt Seite 1. Text Doppelpunkt Morgum. Text Text schließt. Ramponierter. Ramponierter Ledergürtel plus. Der verkauft hier Sachen. Ramponierte Lederhose plus. Hier so ein ramponierter Lederstiefel. Ramponierter Ledergürtel. Ramponierter Lederharnisch plus. Ja, so einen ramponierten Lederharnisch. Jetzt bin ich hier auf einem Button. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Ich kann nur nach rechts gehen. Text Doppelpunkt ramponierter. Weil wenn ich hoch und runter gehe auf diesen Harnisch, komme ich ja ramponierter Ledergürtel auf den nächsten Gegenstand. Ramponierter Lederharnisch. Wenn ich jetzt mehr über den Harnisch erfahren möchte, gehe ich nach rechts ins Untermenü. Text Doppelpunkt ramponierter Lederharnisch. Das ist die Überschrift des Untermenüs und darunter befindet sich tatsächlich dieses Item. Ramponierter Lederharnisch los. Zum Angucken und ich kann das da auch mit Shift-Pfeil runter den Tooltip lesen. Brust. Ich befinde mich tatsächlich eben auf diesem Icon für das Item und darunter finde ich auch die Preisangaben. 0 Gold, 3 Silber, 40 Kupfer. So, und ich gehe jetzt auf diesen Harnisch, auf das Item und da führe ich einen Rechtsklick aus. Linksklick, Rechtsklick. Ramponierter Lederharnisch Schluss. Und dann habe ich mir einen gekauft. Vorwärts zum Sieg. Wenn ihr 10-mal Getränke kaufen wollt, dann müsst ihr das 10-mal machen. 10-mal auf dieses Item rechtsklicken. By the way, Getränke sind 5er-Stapel. Also wenn ihr 4-mal kauft, habt ihr 20 Stück. Ja, so, soweit. Also wir kaufen damit auch ein beim Händler. Sonst brauchen wir den Rechtsklick eigentlich nicht. Alles andere in Menüs, in Sprechblasen, im Quest-Menü, wenn man jetzt einen Questgeber anspricht und geht im SKU-Menü nach rechts, runter, runter, runter und da steht erstens die und die Quest, zweitens die und die Quest und drittens irgendwie erzählt mir mehr. Dann kann ich jede dieser Zeilen mit Links anklicken und komme ins Untermenü und arbeite mich quasi so durch die NPC-Menüs. Ansonsten auch Felder, die aufgehen. Wenn ein Fenster aufgeht, wo gesagt wird, wenn ihr diesen Gegenstand anzieht, dann wird er an euch gebunden. Wollt ihr das wirklich? Und dann geht man eins runter und da steht dann okay. Solche okay-Felder müssen auch links geklickt werden. Ja, ansonsten in der Spielwelt links klicken markiert lediglich. Also das heißt, wenn ich den NPC vor mir mit links anklicken würde, dann kommt er in mein Ziel, aber er würde sich nicht angesprochen fühlen. Na, also das ist, und wenn ich einen Gegner mit links anklicke, dann habe ich ihn im Ziel, aber ich greife ihn immer noch nicht mit Autoschlag an. Ja, das zu rechts und linksklick. Jetzt kommen wir noch zu einer Besonderheit. Der Linksklick löst auch eine spezielle Funktion, eine spezielle Sache auf Items aus, so wie das Rechtsklick sie benutzt, so nimmt der Linksklick sie an den Mauspfeil. Menü geöffnet, Banyon Taschen plus, Invent Conti 1, Rolle der Stärke 3, ramponierter Lederharnisch plus. Da ist unser Lederharnisch. Den haben wir gerade eingekauft und wenn ich den jetzt links klicke, Linksklick und Enter drücke, also Cursor ramponierter Lederharnisch 3, ramponierter Lederharnisch plus, wird mir das auch gesagt, Cursor ramponierter Lederharnisch, das Ding klebt jetzt an meinem Mauspfeil. Und egal, wo ich mich jetzt hinbewege, ich gehe jetzt mal nur einen Platz weiter. 4, leer, plus. Und wenn ich da wieder einen Linksklick ausführe. Linksklick. Cursor, leer, 4, ramponierter Lederharnisch, plus. Lasse ich das da wieder fallen. Das, ist im Endeffekt die Möglichkeit. 3, leer, plus. 4, ramponierter Lederharnisch. Items aufzunehmen und sie woanders abzulegen. Wenn man sehen kann, kann man sie so im Endeffekt auch auf die Aktionsleisten legen. Also man kann das in der Tasche mit Linksklick aufnehmen und per Drag and Drop einfach auf die Aktionsleiste ziehen und da fallen lassen. Das machen wir nicht. Das machen wir ja über unser SKU-Menü dann mit Aktionsleisten. Aber diese Funktion hat der Linksklick auf Items, auf Questgegenständen, auf allem, was in den Taschen ist. Dieser Gegenstand wird dann lediglich angeheftet an den Mauspfeil und wenn man irgendwo anders links klickt, wieder fallen gelassen. Das funktioniert übrigens auch im Charakterfenster, aber das zeige ich gleich im nächsten Video, wo es dann eben ums Charakterfenster geht. Ich wünsche euch alles Gute, der ist cool. Linksklick. Menü geschlossen.